Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Man muss ja jetzt nicht gleich das Kanonenfutter spielen. Boah, ich traue denen nicht von 12 bis Mittag, ne? Jetzt stellt sich mir die große Frage, wo muss ich überhaupt lang? Komme ich hier durch? Ja. Nicht so gesund, was wir hier machen. Faszinierend, dass es sich bewegt, als wäre es unter Wasser. Dabei sind wir irgendwo mitten in der Sandwüste. Es ist auf jeden Fall echt sehr, sehr cool gemacht. Da kann man nichts sagen. Schon fies. Allein so die Vorstellung, boah, jetzt sind es auch noch zwei. Gar nicht mal so blöd, dass ich hier vielleicht an der Seite hochgelaufen bin. Ah, das hätte ich gern. Wie kommen wir denn da jetzt am besten? Vermutlich hier, ne? Jetzt aufpassen. Hoffen, dass gerade nicht so ein Vieh hier um die Ecke gedödelt kommt. Kann ich nämlich auch den Vorhang wieder... Jetzt nenne ich schon Vorhang, nicht mehr Schal, aber so lang wie es mittlerweile ist, ist es ja auch fast ein Vorhang. Kann ich den nämlich auch wieder benutzen und ich denke, ich spare ihn mir lieber auf. Ich habe da ein ganz, ganz böses Gefühl, dass ich den gleich nochmal gebrauchen kann. Vermutlich jetzt. Ich glaube, das Gefühl hat mich nicht getäuscht. Schnell, schnell! Alter! Schade, dass der nicht andächtiger die Treppen hochläuft. Sowohl die Stadt als auch die Menschen unter sich. Das könnten doch Grabsteine sein. Da bin ich. Vielleicht doch gesandt, um hier alles wieder ins Lot zu bringen. Der Hoffnung, das zu richten, was andere zerstört haben. Den ganzen Schaden rückgängig zu machen. Nur die Frage ist, wie.
Plattform zu Plattform. Auf der Suche nach Antworten. Es ist, ich bin gerade so unglaublich ruhig, weil einmal muss man sich halt doch ein bisschen konzentrieren, dass man hier keinen Mist baut. Und zum anderen ist es einfach, es ist so atemberaubend schön gemacht. Das ist unglaublich. Ich weiß wirklich gerade nicht so wirklich, was ich sagen soll. Es flasht einen total. Also die Atmosphäre, die Tiefe, all das zusammen. Wow. Unglaublich, wirklich. Frage ist, sollen wir ihm jetzt folgen oder? Müssen wir doch weiter hoch. Jetzt nochmal ein Leuchti. Und scheinbar geht es dort oben weiter. Nur irgendwo muss doch... Ah! Genau. Sehr schön. Es ist sehr, sehr, sehr lange her, dass mir ein Spiel wirklich so die Worte aus dem Mund genommen hat und das Wort verschlagen hat, aber das hier ist einfach... Es ist... Bescheuert. Es ist total bescheuert. Es ist eigentlich komplett... Entbehrt ist jeder Menschen Logik und ich bin eigentlich ein Logiker, jemand, der gerne über Dinge nachdenkt oder Realismus sieht, aber es ist einfach trotzdem so schön gemacht und es lässt einen das alles komplett vergessen. Und daher erscheint es mir wahrscheinlich wie ein sehr, ja, es wird wahrscheinlich eine Art sehr schweigsames Let's Play werden, ein, ja, ich weiß es nicht, ein Let's Play, wo man... Ich weiß es wirklich nicht. Wie sollte man es nennen? Zumindest nicht sehr kommunikativ. Ich weiß auch nicht, auf welche Art und Weise man das sonst kommentieren sollte. Man ist halt einfach, es beraubt einem komplett den Atem.
kommt scheinbar die größte Hürde von allen. Dem Sturm entgegen den Berg hinauf. Was gerade noch Wüste war, ist jetzt eisige Kälte. Also drastisch hätte der Wechsel, glaube ich, nicht sein können. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen schweigsamer, weil ich zwischendurch sehe, dass mein Aufnahmeprogramm ein paar erhebliche Mängel aufweist, glaube ich. Ich glaube, die Bitrate ist etwas zu hoch eingestellt. Entweder macht die Festplatte nicht mehr richtig mit, oder in der Übertragung stimmt was nicht. Eins von beidem wird es auf jeden Fall sein. Sieht jedenfalls gerade nicht mehr so flüssig aus und das ist sehr schade. Oh Gott, wie kommen wir denn hier weiter? Denn ich hoffe einfach, dass mit der Aufnahme am Ende jetzt alles stimmt. Ansonsten war das leider ein sehr zaghafter Versuch. Und das Traurigste an der ganzen Sache wäre einfach, dass dieser erste Eindruck komplett verloren gegangen wäre. Und das wäre nun wirklich, ja, jammerschade in dem Fall. Deshalb kann ich, wie gesagt, nur hoffen, dass da alles gut gegangen ist.
Okay, wir müssen auf jeden Fall immer an diesen Steinen bleiben. Weil die scheinbar die einzigen sind, die uns irgendwie Wärme geben können. Weil ansonsten sieht es so aus, als würden wir quasi, ja, ich sag mal, erfrieren. Also ich kann jetzt wirklich, ich möchte keine Schwarzmalerei betreiben, aber ich kann nur hoffen, dass die Aufnahme nicht komplett über den Jordan gegangen ist, während wir das hier gemacht haben. Ansonsten wäre ich ein wenig geknickt, muss ich sagen. Man nimmt ja nicht alle Tage so ein unglaublich schönes Let's Play auf. So, eine weitere Wand. Und da kommen die kleinen Freunde wieder. Sehr schön. Also sind die auch noch nicht ganz verloren, auch wenn die Welt mittlerweile eingefroren scheint. Und man sollte hier, glaube ich, wirklich zusammenbleiben. Und ansonsten ist der ganze Spaß relativ schnell vorbei. Ich weiß nicht, ob es jetzt so klug ist, von mir alleine hier vorzupreschen. Mann, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Moral, wollte ich gerade schon sagen, die Moral der ganzen Geschichte. Manchmal braucht es auch einfach zwei für eine große Aufgabe und nicht immer nur den einen. Manchmal ist es wichtiger, zu zweit unterwegs zu sein, sich auf jemanden zu verlassen, sich von jemandem helfen zu lassen, als immer alles als Einzelkämpfer machen zu wollen. Auch wenn ich gerade sehr das Gefühl habe, dass der zweite Spieler extrem stark computeranimiert ist und nicht viel mit mir zu tun hat, beziehungsweise mit einem anderen Spieler, sondern eher was damit zu tun hat, wo ich mich lang bewege. Aber das tut dem Ganzen von der Atmosphäre her absolut keinen Abbruch. Komm rein. So, und weiter geht die lustige Fahrt. Man muss sich aber auch wirklich so ein bisschen, muss man leider Gottes zugeben, konzentrieren, damit man hier nicht komplett einfröstelt.